Der 10.3.2022. Der ganze Tag war heute mit einer Landtagssitzung ausgeführt. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Themen gehabt heute am heutigen Tag. Dominiert natürlich immer wieder von der Ukraine-Russland-Krise, also vom derzeit laufenden Krieg, die ganzen damit verbundenen Auswirkungen auch auf uns in Österreich, beispielsweise die massiven Teuerungen, was Treibstoff und so weiter angeht, die wir ja natürlich jetzt ganz, ganz schmerzlich spüren, jeder einzelne von uns. Und trotzdem darf man die letzten 24 Monate nicht außer Acht lassen. Wir leben derzeit nur immer in einer Gesellschaft, wo es zwar durch die Aufhebung einiger Maßnahmen im Alltagsleben nicht mehr so sichtbar ist, wie stark die Spaltung ist, aber nach wie vor ist das Impfpflichtgesetz in Kraft. Es ist zwar bis in die nächsten 3 Monate ausgesetzt, wir sehen es in den heutigen Tageszeitungen. Da wird sogar geschrieben, fehlt die Impfpflicht, es wird ja momentan wieder mal evaluiert. Also die Sachlage ist klar, das, was eigentlich bei Beschlussfassung des Impfpflichtgesetzes schon am Tisch gelegen ist, ist jetzt sichtbar geworden. Die Impfpflicht ist irrelevant beim momentanen Infektionsgeschehen. Die Zahlen steigen ins Unermessliche. Die heutige Zahl 47.795 neue Fälle. Wie immer betitelt es die Bundesregierung als Fälle. Nach wie vor ist bis zum heutigen Tag noch 24 Monaten noch immer nicht bekannt, wer dieser Fälle dann auch wirklich ein klinisches Büdel hat, wer auch wirklich ja krank ist. Entsprechend dessen haben wir natürlich im Oberösterreichischen Landtag mit unseren Mitteln, die wir haben, einen Initiativantrag auch mit heutigem Datum eingereicht, der wie folgt lautet: Die sofortige Aufhebung des Bundesgesetzes über die Impfpflicht gegen Covid-19, das ist in Form einer Resolution. Das Ganze läuft so ab, in einem Ausschuss wird das Ganze eingebracht, wird mit den anderen Landtagsabgeordneten diskutiert. Wenn dann Zustimmung da ist, wird das Ganze dann auch umgesetzt. Der eine oder andere hat es schon beobachtet. Die meisten unserer Anträge finden keine Zustimmung. Das ist aber möglicherweise gar nicht immer nur dem Inhalt geschuldet, sondern vielmehr einer nicht vorhandenen Meinungsfreiheit in einem Landesparlament, weil möglicherweise kann man doch sagen, es wird aus Prinzip dagegen gestimmt. Ein weiterer Antrag, der natürlich mir ganz massiv am Herzen liegt, ist ein Antrag zu dem Thema Testen. Die Testlandschaft ist ja jetzt ein bisschen in Vergessenheit schon fast geraten, wird aber im Moment ja von der GEKO neu gestaltet. Und was mir da natürlich mit meinem fachlichen Hintergrund seit 24 Monaten wirklich ganz, ganz massiv im Magen liegt, ist die Qualität und die Qualitätsstandards in den Labors. Und entsprechend dessen gibt es jetzt einen Initiativantrag, der die oberösterreichische Landesregierung auffordert, die vorherrschenden Qualitätskriterien der Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika in den oberösterreichischen öffentlichen Häusern mal abzuklären. Zur Erklärung, ein Medizinprodukt ist beispielsweise jedes Blutdruckmessgerät, jeder Fiebermesser und so weiter, der irgendwo bei uns im Gesundheitswesen im Einsatz ist, der natürlich gewisse Qualitätsstandards erfüllen muss. Dazu gehören auch alle analytischen Geräte. Das zugehörige In-vitro-Diagnostika ist der Test. Genau. Aus meiner Erfahrung und mitunter auch den Rückmeldungen, die ich natürlich auch aus dem Fachkreis kriege, dürfte es da ziemlich sicher nicht so ablaufen, wie wir uns das im Normalfall in einem Gesundheitswesen vorstellen. Das ist definitiv so. Wir haben auch ganz, ganz früh schon hingewiesen auf diese Qualitätsmängel. Und es ist nur zu sagen, zu 80% besteht ein klinischer Befund aus einer Labordiagnose. Und wenn hier die grundlegenden Dinge schon nicht eingehalten werden und hier auch eine Bundes- und Landesregierung diese Dinge immer wieder vom Tisch wischt, werden wir nie eine Erklärung haben für diese ganzen Sachen und wir werden nie der Sache auf den Grund gehen. Und das Wichtigste in der Patientensicherheit, in der Versorgung von Menschen ist natürlich die Qualität und die soll gewährleistet werden. Ich hoffe mal, dass dieses Thema auch im Ausschuss entsprechend von den Kollegen mitdiskutiert wird, dass es da auch von der Seite der anderen Fraktionen
Zustimmung geben wird. Ich denke, ich bin in dem Thema unterwegs. Ich gucke ganz, ganz viele Dinge dazu erzählen. Und ja, das sind so die Tätigkeiten des heutigen Tages. Mitunter, also ein Landtag hat auch noch ganz, ganz viele andere Beilagen. Es schaut in etwa so aus. Diese Dinge sind unsere Arbeit. Und dazu stehen wir und wir sind motiviert, wir lassen nicht locker und arbeiten weiter an unserem Ziel und freuen uns, wenn wir dann doch auch das ein oder andere Erfolgserlebnis haben.